super modern. Also wir haben da eben auch drüber gesprochen, als wir uns ein bisschen vorbereitet haben und überlegt haben. Also ich wüsste nicht, was jetzt Bergisch-Gladbach im Gegensatz zu Köln nachsteht, wenn es jetzt ums Arbeitsleben geht, ne? Ich kann hier ganz genauso in der Pause Erledigungen machen. Die Rheinberg-Galerie ist da, da kann man auch mal irgendwas einkaufen gehen, wenn man möchte. Man hat super viele verschiedene Möglichkeiten, auch in der Mittagspause sich was zu essen zu holen. Ja. Abends ein Bierchen trinken mit Kollegen geht auch super schnell, da wir auch sehr zentral liegen. Brauhaus am Bock, ne, kann man empfehlen, mal eben ein Bier trinken gehen. Also das abends ist natürlich auch, auch schon mal in der Mittagspause. Aber ne, also das ist jetzt nichts, wo wir sagen, dass wir... ja. Und wir haben für uns jetzt, ich habe keinen nervigen Verkehr morgens zur Arbeit. Ich muss jetzt nicht irgendwie durch einen Tunnel und in den Stau rein, sondern das ist halt super praktisch. Also ich habe vorher auch in der Großstadt gearbeitet. Hamburg. Genau, in Hamburg habe ich gearbeitet. Mhm. Also da ist Bergisch Gladbach mir sogar viel lieber noch, muss ich sagen, als Hamburg. Weil da kann man viel schneller die Erledigung machen. Ja,